Ah, diese Steine, die haben schon ein komisches Muster. Also, ich weiß ja nicht. Das klingt irgendwie komisch. Oder geht es jetzt nur mir so? Bing. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Ja, beim letzten Part haben wir uns eine Schaufel geholt und uns auf den Weg zu Level 2 der Schlangengrube begeben. Diese auch schon betreten. Und diese wollen wir uns also in diesem Part annehmen. Mal schauen, was da so geht. Ich habe da auch schon so einen ersten Plan. Einmal. Zweimal. Da geht's nach oben auf. Okay. Okay. Gehen wir doch gleich mal nach oben. Oh, hi. Au. Nicht so nett. Au. Schießen die Dinger noch? Nee. Okay. Oh, hey. Macht mal halblang, ihr Snakes. Snake spielt dann eigentlich doch lieber auf dem, ne? Wow, ich bin über die Truhe gelaufen. Muss man auch erstmal schaffen. Und schon haben wir den Kompass. Sehr schön. Ja, krass. Hauptsache erstmal den Kompass vor der Karte finden. Vermutlich dachte das Spiel, man geht erst links. Das würde Sinn machen in Verbindung mit der Truhe. Ja, komm, dann lass uns das doch mal geschwind machen. Aber wir müssen die auch gar nicht neu anzünden. Das ist ja super. Ding. Zack, zack. Ach, da ist gar. Okay, cool. Wow, 5 Rubies. Okay. Ich habe nichts gesagt, Mann. Düt. Okay, ein Schlüssel, auch nicht schlecht. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, dass wir dann hier waren. Der Raum geht wirklich nur. Ja, okay. Da gibt's also nichts mehr. Alles klar, dann. Bing. Dann gehen wir jetzt aber nach oben. Ist ja zum Glück alles noch recht chillig hier. Au! Au! Ja, alles noch recht chillig hier, sagt er. Und wird voll überrannt. Huh. Diese Steine, die haben schon ein komisches Muster. Also, ich weiß ja nicht. Das klingt irgendwie komisch. Oder geht es jetzt nur mir so? Bing. Halt, falsche Taste. So. Ding. Wow. Ach, das sind gar nicht alles Einser, das sind auch teils Fünfer dazwischen. Und eventuell sogar Zehner. Ja, wow. Okay, krass. Krass. Das ist auch nicht auf der Karte verzeichnet. Okay. Okay, seltsam. Aber müsste es recht sein. Gehen wir erstmal da lang, wo wir keinen Schlüssel brauchen. Oh, ey. Immer schön halblang. So. Den hier muss ich doch jetzt sicherlich. So. Ein schönes Muster draus. Machen. Noch ein Schlüssel. Ding. Ich verfolge das Ding lieber. Wirkt mir ein bisschen sicherer. Aha. Okay. Ich weiß schon, was wir hier bekommen. Alles klar. Für mich ist der Fall klar und für Sie? Ding. Arcanum-Kerne. Vergiss nicht, mir Arcanum-Kerne zu geben. Ja. Ding.
Ding. Ding. Ding. Ach, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wir haben genug Leben. Oh. Das könnte sich so aber jetzt vielleicht ändern. Okay. Passt. Okay, also das bringt uns auch noch nichts. Bisschen doof, dass man das immer neu sprengen muss, aber na gut. Wenn sie meinen, dann machen wir das halt so. Oh! Fies, Mann! Du. Oh, zum Glück nicht. Okay, dann stecken wir langsam mal die Schlüssel weg. Wow, hey! Nicht nett! Diu! Und nochmal. Diu! Oh oh. Ich hab ein bisschen wenig Leben für meinen Geschmack. Einmal, jawohl! Geh da rein, Mann! Jawohl! Du erhältst das Grosso, Kraftarmband. Ja, okay. Damit kann man schwere Dinge heben. Wo Bomben nicht dazugehören, die sind easy. Die kriegst du auch ohne Kraftarmband gestemmt. Aber mit dem Kraftarmband kann man jetzt zum Beispiel diese Krüge hier. Oh, geil. Einfach mal mit dem Krug gekillt. So muss das. Dafür muss man halt immer noch mal kurz gegenziehen. Die Karte, jawohl. Es läuft doch. Okay. Da links kommt man dann wohl über eine Treppe. Über eine Drecke, ja. Über eine Treppe hin. Ich glaube kaum, dass dieser Gang links auch nochmal einen Ausgang hat. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee, hat er auch nicht. Okay. Die Moonwalklink ist hier unterwegs. So. Achso, ja. Ja, aber irgendwie. Oh mein Gott! Hat uns ja noch irgendwo ein Schalüssel gefehlt. Da geht's nicht weiter. Hä? Ja, und da hat es uns ja auch nichts gebracht. Hä? Okay, bin ich jetzt doof? Ich falle auch jedes Mal drauf rein. Was geht denn ab, ey? Ja, da kamen wir her. Gehen wir mal nach da rechts. Ja, da gab's dann nur die Truhe, ne? Ja. Ey, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon hier Probleme habe, oder was? Achso, vielleicht jetzt, wo wir das Kraftarmband haben, ja, irgendwas noch, ne? Das kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich gut sein. Ding. Dip, dip, dip.
Ach so, das war der Raum. Nee. Dann kann es aber eben nicht sein. Hä? Ey. Irgendwas übersehe ich. Ich weiß nur noch nicht so recht, was. Au. Ich weiß nur noch nicht so recht, was. Arcanum-Kerne. Kann ich irgendwo was mit Arcanum-Kernen vielleicht reißen? Da gab es nur die Truhe. Das ist doch... Einmal? Bam, bam. Zweimal. Aber hier ging ja sonst auch nichts. Ich komme da ja auch nicht drüber. Ach, verkrümelt euch doch. Meine Güte. Diddle 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 diddim. Oder will der Tempel ernsthaft? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil es gab ja draußen noch so ein Ding, wo man eventuell hochklettern kann. Wobei, wir können ja nur Winter machen. Nee, vergesst es. Vergesst es. Das wird uns nicht weiterbringen. Hey, aber wo... Bin ich so blöd? Irgendwas übersehe ich doch gerade grundlegend. Ach, ich kann ja jetzt... ich kann ja schieben. Ja, ich bin blöd, ist dann die Antwort. Ich hatte hier sogar doch zweimal schon die Notwendigkeit zu schieben. Genau dann geht's hier natürlich los. Ey... Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Oh, zum Glück sind die drüben. Oh, ein Herz. Sehr schön. Ich brauche Herzen. Die bringt kein Herz, okay. Ich brauche Herzen. Hab doch mal ein Herz für Link. Dann gehen wir halt erst da lang. Der arme Link. Hab doch mal ein Herz. Hast du mal ein Herz? Oh, geil. Sehr freundlich. Wirklich sehr, sehr, sehr freundlich. Weniger freundlich. Bumm. Okay, der ist auch nicht so freundlich, aber ist okay. Oh Gott, nein. Und weg. Okay. Okay, ich glaube, ich hätte auch einfach durchlaufen können. Wenn ich mir den Rest so angucke, gerade die letzten beiden. Aber na gut. Was soll's? Es muss nicht immer alles gleich perfekt sein. 10 Rubine! Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt Krabscher kommen. Nein? Okay, cool. Cool, cool, cool. Oh, Tour of a Kind.
so. Hä? Was? Kam das nur mir so vor oder hat sie gerade komische Geräusche gemacht? Link, nicht verrückt werden! Nein! Okay. Was? Oh! Du bist es! Ey! Wow! Nicht fair! In Link's Awakening hast du noch mit uns geredet. Ups, falsche Taste. Wollte ich nicht. Ja, also, es geht doch. Ey, danke für den Rubin. So. Und zurück aufs Croissant. Sieht halt echt aus wie ein Croissant. Aber na gut, es ist das Kraftarmband. Stimmt, wir sehen ja jetzt auch die Höhldings da, die Karte. Wie heißt das Ding? Schlangengrube. Ja, doch, man kann die Schlange erkennen. Das auf jeden Fall. Jetzt mit dem Kraftanbahn können wir nämlich auch die Dinger schieben. Das ist auch ganz nett. Oh, geht das? Geht das? Es geht auch mit der seltsamen Flöte. Die sind nämlich ein bisschen anfällig auf Töne, auf Musik, wegen ihren großen Ohren und so, ne? Deswegen, das finden die nicht so geil. Manche finden auch diese Rätsel hier nicht so geil mit dem netten Drehrad, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ah, hier ist der Bossraum. Okay. Also sonst ist hier nichts, oder? Nee, sonst ist hier wirklich nichts. Also nochmal kurz Vorgau spielen und tschüssi. Wobei, Moment, was will uns denn sie hier sagen? Ein offenes Maul ist sensibel. Große Kraft bringt ein Ende. Okay. Das war ein Tipp auf den Endgegner hier. Ja, haha. Ich habe keinen. Oh, dieser Block hat ein Schloss. Ja, hat er. Ja gut, aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.